stehst du auf eine Geschichte? Nun, ich kenne die unglaublichste Geschichte überhaupt. Meine Geschichte. Meine Legende. Die Legende vom gestiefelten Kater. Wie alle großen Märchen beginnt sie mit einem bescheidenen Gattung. Ich betrat das Etablissement auf der Suche nach einer einfachen Information. Die Kunden nahmen mich nicht ernst. Bis sie erinnert wurden an meinen Ruf. Die Männer erzählten, was sie wussten. Dass die Banditen Jack und Jill irgendwie die Zauberbohnen gefunden hatten. Die legendären Bohnen, nach denen ich schon mein halbes Leben lang suchte, sollten zum Schloss eines Riesen und zur goldenen Gans führen. Endlich konnte ich meiner Heimatstadt San Ricardo meine Schulden zurückzahlen. Ich musste herausfinden, wo sie waren, Jack und Jill. Ich konnte riechen, dass einer der Banditos mir helfen könnte, aber plötzlich rannte er weg. Was immer er wusste, es war wichtig genug, es zu verbergen. Wenn ich diese Bohnen finden wollte, musste ich ihn fangen. Aber die anderen Banditos wollten es mir nicht leicht machen. Fürchtet mich, wenn ihr es wagt. Ich würde gerne bleiben und spielen, aber ich muss gehen. Mein Flair war unvergleichlich. Komm und hol mich, Gatto! Ich muss ihn einholen, denn, Senorita, was machst du an einem wilden Ort wie diesem? Fang mich, wenn du kannst! Ich hatte den Banditen in die Enge getrieben. Leider gab es... Hey! El Gato! Komplikationen. Da! Der gestiefelte Kater! Der Kater! Schnappi! Die Freunde des Banditen gingen weg. Ich würde schon bald erfahren, was ich wissen wollte. So, mi amigo, meinst du nicht, das wäre ohne die Rennerei einfacher gewesen? Jack und Jill waren im Hotel und sie hatten die Zauberbohnen bei sich. Die Fiesta waren voll im Gange, aber dies war geschäftlich. Ich hatte keine Zeit für Vergnügungen. Nun, vielleicht doch ein wenig. Es war das beste Hotel der Stadt. Und nichts würde mich aufhalten. Mit diesen Bohnen würde ich zurückzahlen können, was ich den Leuten von San Ricardo schuldete. Das Gästebuch würde mir verraten, wo Jack und Jill sind. Ich musste es mir nur nehmen. Ich durfte aber nicht gesehen werden. Auf mich war ein Kopfgeld ausgesetzt. Zimmer 7. Doch bevor ich dorthin konnte, musste ich mich um andere Hindernisse kümmern. Was? Wieso? Hey, hast du was gesehen? Was denn? Einen Verdächtigen. An diesem Ort? Überall! Ich durfte nicht gesehen werden. Wenn Jack und Jill alarmiert wären, würde ich die Bohnen nie wiedersehen. Das Zimmer lag vor mir. Aber zuerst musste ich an meinem Freund vom Hafen vorbei. Das Hotel war sehr alt. Und somit auch die quietschenden Dielen. Was war das? Ich wurde ertappt. Aber zum Glück bot El Fiesta del Fuego eine passende Ablenkung. Qué bonita! Ich war an der Tür zu Jack und Jills Zimmer. Es gab nur ein Problem. Sie war verschlossen. Zum Glück war das für mich selten ein Problem. Das Schwierigste wird, die Bohnen zu bekommen. Ich musste meine allerbesten Schleichfähigkeiten einsetzen. Jack, was geht hier vor?
Hey, was ist? Wer ist das? Du, bleib wo du bist. Au. Diese Bohnen gehören mir. Ich? Du erwischt mich? Du erwischt mich? Hey, was macht ihr hier? nein, das... Sie mir putzen? Mein Freund sagte mir gar nichts. Ich musste aber wissen, was er wusste. War er auch hinter den Zauberbohnen her? Du hast mich um meine Bohnen gebracht. Erweise mir wenigstens die Ehre eines Duells. Da musst du schon früher aufstehen. Da, der gestiefelte Kater. Oh, oh. Da, schnappt ihn. Fehler. Vielleicht nicht so gut, wie ich dachte. Ich meine, ich hatte nie Zweifel. Ich werde dich erwischen. Das kann... Du machst es mir nicht einfach. Ich machte mir Sorgen, dass ich vielleicht ein paar Pfund angesetzt hatte. Die Verfolgung endet genau hier und jetzt. Da kannst du nichts machen. Außer vielleicht das. Schnappt ihn euch! Gib mir einen Moment. Ich hab dich. Du hast keine Chance. Nur ein Narr würde. Nun, damit ist die Frage wohl beantwortet. In dieser Stadt ist nur Platz für eine besondere Katze. Wer bist du? Ich bewundere deine Fähigkeiten, aber ich kann dir nicht erlauben, weiterzumachen. Jetzt habe ich dich. Meinst du, du kannst mir nochmal entkommen? Wenigstens konnte es nicht noch schlimmer kommen. Oder vielleicht doch? Der Kater schnappt ihn! Dem Katzenfänger entgeht keine Katze! Jeder würde dich für eine Angstkatze halten! Ich war nicht stolz. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier?
etwas war mit diesem Ort. Dort gab es diese erwartungsvolle Anspannung. Ich stand dem gegenüber, der mich um meine Beute gebracht hatte, bereit zu kämpfen. Dance Battle! Ganz schön cool, was? Olle! Tut. Gewann den Dance Battle. Das war keine Überraschung. Was dann allerdings geschah? Mein Rivale, eine Frau. Das erklärte vieles. Ihr Name war Kitty, aber die wahre Überraschung sollte erst noch folgen. Humpty Alexander Dumpty. Er war einst mein liebster Freund, wie ein Bruder für mich. Allein sein Anblick ließ Erinnerungen wahr werden. Etwa so. Ich war im Heim für verlorene Kinder eingetroffen. Ein Kätzchen. Ein süßes Kätzchen. An meinem ersten Tag hat Humpty sich für mich eingesetzt. Und im Gegenzug beschloss ich, dass ich immer auf ihn aufpassen würde. Humpty sprach von Legenden und Erfindungen jenseits meiner wildesten Träume. Aber am meisten erzählte er mir vom Schloss im Himmel. Und von den Bohnen, die ihn dorthin bringen würden. Humpty war der Denker, ich war der Macher. Nur ein Kätzchen und ein Ei auf der Suche nach Sauberbohnen. Was lag näher als das? Mit der Zeit gerieten wir in Schwierigkeiten. Aber ich zum Helden wurde, nahm Humpty einen dunklen. Er trickste mich aus, damit ich die Bewohner von San Ricardo bestahl. Unser Zuhause. Das brach die Stande über uns beide. Ich, LK, mein Bruder. Wir sprachen miteinander. Bis zum heutigen Tag. Humpty war noch immer auf der Suche nach den Bohnen. Und jetzt hat er sie gefunden. Wir würden unsere Schulden in San Ricardo gemeinsam bezahlen. Er wusste ganz genau, wo sie waren. Jack und Jill waren schnell. Natürlich hatte er auch dafür einen Plan. Das ist nicht der Plan! Du machst es mir so viel schwerer. Jetzt haben wir einen Plan, an dem wir uns halten sollten. Und dieses Mal bestehe ich darauf, vorzugehen. Bitte sehr. Danke. Wusstest du davon? Natürlich nicht. Ganz im Ernst. Vielen Dank. Bist du das etwa lustig? Sei nur vorsichtig.
Schlaf, kleines Weinchen, sag nichts von Wirt. Der Kater kauft dir zum Kämpfen ein Schwert. Etwas vergessen? Die Bohnen? Ich war etwas beschäftigt. Die Bohnen! Gut, dann werde ich mit allem zurückgehen. Mit allem Drum und Dran. Gut! Geschafft! Nicht ganz. Hast du einen Plan dafür? Naja. Die wusste, wohin wir gehen mussten. Er hatte diesen Tag geplant, seit wir klein waren. Wir pflanzten die Bohnen sorgsam ein und warteten. Und warteten. Und dann passierten erstaunliche Dinge. Es kamen Wolken, Schnee, etwas Wind, sehr hübsche Blitze. Wir rannten, wir kletterten, wir machten ein Nickerchen, wir kletterten noch mehr, bis wir dann endlich das Schloss erreichten, das Versteck unseres Schatzes. Doch trotz unserer großen Kraft und unseres starken Willens war das goldene Ei kaum zu bewegen. Wie immer hatte Amti einen Plan B. Dies ist kein sicherer Ort. Alles ist so riesig. Da ist sie. Endlich. Die goldene Gans. Sollen wir sie uns holen? Ich muss verschnaufen. Brauche einen Moment. Mache ohne mich weiter. Ich gehe vor. Oh nein, wir haben den ganzen Weg hinter uns. Und jetzt, wo es einen Satz gibt, willst du vorgehen? Kater? Sie ist weg. Dieses Mal darfst du vorgehen. Vielen Dank. Moment, warum? Oh, nur so. Ah, ich verstehe. Fast da. Hey, Kater, hast du die Gans schon? Oh, hallo, Señorita. Schön, dich ihr zu treffen. Schon okay, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie nicht. Also noch ein Job für mich. Mal ernsthaft, warum machst du das schon wieder? Wie hast du... Ach, vergiss es. Schau dir diese wunderschöne Blume an. So etwas habe ich noch nie gesehen. Du musst
musst damit aufhören. Womit? Die Gans ist dort. Ich schätze, du bist dort, wenn ich auch dort bin. Vielleicht. Du bist heute sehr langsam. Wenn du so schnell bist, warum schnappst du dir die Gans dann nicht? Und den ganzen Spaß verpassen? Auf keinen Fall. Braves Gänschen. Was war das? Obwohl, ich will es gar nicht wissen. Was war das? Ach nein. Entschuldigung? Die reden vom großen Schrecken. Ist nur eine Geschichte. Wie auch immer. Du musst dir die goldene Gans schnappen. Dann ist alles gut. Und du gehst nicht selbst, weil... Ich muss wichtige Pläne schmieden. Und du? Ich bin doch nicht verrückt. Ich glaube, wir wissen, was gleich passiert. Ich komme näher und du fliegst weg. Aber dieses Mal nicht, mi amigo. Dieses Mal warte ich darauf, dass du zu mir kommst. Und noch einmal! Vorsichtig! Ich? Ich habe schon furchtbarere Gegner als eine einfache Pflanze gesehen. Ich pass schon auf. Du warst ein würdiger Gegner. Aber ich habe diesen Willenskampf gewonnen. Endlich hatten wir die Gans. Die Gans, die goldene Eierlegte. Wir verließen das Schloss des Riesen genauso, wie wir angekommen waren. Mit Stil. Dauert bestimmt lange, bis ich wieder trocken bin. Nie gut. Hallo? Hallo? Leute! Danke, Kater. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Auf mich kannst du dich immer verlassen, Bruder. Macht euch frohe Gedanken! Ha! Du klingst lustig! Nein, du klingst lustig! Hört endlich auf zu streiten! Wir landeten sicher an der Basis der Bohnenranke. Aber unsere Sicherheit war nicht von Dauer. Kitty und ich wurden durch eine überragende Taktik überwältigt. Sie kamen wegen der Gans, aber sie gingen mit wesentlich mehr wieder weg. Kitty und ich wussten, dass wir sie finden mussten. Wir folgten den Spuren zurück zum Banditenlager. Irgendwie schien das unvermeidlich zu sein. Ah ja, da sind sie ja. Dank meiner scharfen Sinne kann ich die geringsten Hinweise auf eine Falle wahrnehmen. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich der größte Schleicher in der Geschichte des Schleichens bin. U?
Wer ist es? Schnappt ihn! Amti, ich bin hier, um dich zu retten. Ey, du hättest mich warnen können. Okay, ich sollte besser gehen. War schön, dich zu sehen. Ich war der Gefahr der Explosion entkommen. Obwohl eindeutig noch mehr Gefahren auf mich lauerten. Ich muss hier raus, bevor die ganze Mine einstürzt. Es sei denn, etwas Wichtigeres läuft mir über den Weg. Kitty, ich wollte nur nach Amti suchen, aber wie ich sehe, hast du ihn bereits gefunden. Was sagt ihr da? Oh, jetzt hab ich's verstanden. Das hat aber gedauert. Ich kann dich auch da drin lassen, wenn du so schlau bist. Wer hat sich denn von dem Wollknäuel ablenken lassen? Als du voller Dynamit warst, hast du mir besser gefallen. Aber gedauert. Ich kann dich auch da drin lassen, wenn du so schlau bist. Wer hat sich denn von dem Wollknäuel ablenken lassen? Als du voller Dynamit warst, hast du mir besser gefallen. Wir hatten die Gans und waren erst einmal in Sicherheit. Wir feierten die ganze Nacht. Zwei alte Freunde und eine neue Freundin im Sieg vereint. Nirgends zu sehen. Und meine Freunde waren verschwunden. Ich war wieder einmal allein. Ich beschloss, nach San Ricardo zurückzukehren. Zu meiner Überraschung war Humpty bereits mit der Gans da. Und mein Schicksal war besiegelt. Er hatte es alles von Anfang an geplant und sich somit selbst als Meister des Betrugs entpuppt. Doch seine Rache galt nicht nur mir. Die Bürger von San Ricardo waren die Nächsten. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Zum Glück hatte ich noch immer eine wahre Freundin. Ich wusste, wo ich meinen sogenannten Bruder finden konnte. Ich wünschte mir nur, nicht zu spät zu kommen. Komm schon, du machst nur Ärger. Nein! Hier entlang. Amti, Alexander, Dumpty. Damit wirst du auf keinen Fall durchkommen. Du kommst zu spät, Kater. Die Gänsemutter ist unterwegs. Sie kommt, um nach ihrem Baby zu schauen. Hilfe! Der gestiefelte Kater hat die Gans gestohlen! Hilfe! Bleib hier. Die Mama war hinter ihrem Baby her. Und sie würde bei der Suche nach ihm ganz San Ricardo zerstören. Ich hatte das Gefühl, dass sie die Gans ohne Kampf nicht hergeben würden. Zum Glück sind Kämpfe genau mein Ding. Hey! Ich hab was für dich! Kater! Tut mir leid! Sie.
Die Stadt war gerettet, aber mein Freund, mein Bruder, das Schicksal hielt einen anderen Weg für ihn bereit. Humpty, Alexander Dumpty, war ein komplett goldenes Ei. Ich war frei. Ich hatte meine Schulden an die Bewohner von San Ricardo zurückgezahlt. Aber Kitty blieb niemals lang an einem Ort. Sie war auch nicht der Typ für große Abschiede. Meine einzige Hoffnung war, dass wir uns eines Tages wieder begegnen würden. Ihre Geschichte ist vorbei, aber für mich war das nur ein weiteres Kapitel der Legende vom gestiefelten Kater. Hast du eine Geschichte? Nun, ich kenne die unglaublichste Geschichte überhaupt. Meine Geschichte, meine Legende. Die Legende vom gestiefelten Kater. Wie alle großen Märchen beginnt sie mit einem bescheidenen Gatto. Ich betrat das Etablissement auf der Suche nach einer einfachen Information. Die Kunden nahmen mich nicht ernst. Bis sie erinnert wurden an meinen Ruf. Die Männer erzählten, was sie wussten, dass die Banditen Jack und Jill irgendwie die Zauberbohnen gefunden hatten. Die legendären Bohnen, nach denen ich schon mein halbes Leben lang suchte, sollten zum Schloss eines Riesen und zur goldenen Gans führen. Endlich konnte ich meiner Heimatstadt San Ricardo meine Schulden zurückzahlen. Ich musste herausfinden, wo sie waren, Jack und Jill. Ich konnte riechen, dass einer der Banditos mir helfen könnte, aber plötzlich rannte er weg. Was immer er wusste, es war wichtig genug, es zu verbergen. Wenn ich diese Bohnen finden wollte, musste ich ihn fangen. Aber die anderen Banditos wollten es mir nicht leicht machen. Fürchtet mich, wenn ihr es wagt! Willst du das wirklich tun? Ah, will das Kätzchen spielen? Okay, jetzt bin ich dran. Ich komme und hole dich! Das nennst du kämpfen? Jetzt komme ich! Bereit für einen Kampf? Ich zeig dir, wie man das macht. Jetzt komme ich! Ich komme und hole dich! Was steht ihr Idioten da noch rum? Angriff! Er will wirklich gegen mich kämpfen. Anscheinend bin ich dran. Bereit oder nicht? Ich komme! Wie es aussieht, bin ich darin sehr gut.
Bereit oder nicht? Ich komme! Sonst noch jemand? Wer will wirklich gegen mich kämpfen? Ich würde gerne bleiben und spielen, aber ich muss gehen. Mein Flair war unvergleichlich. Komm und hol mich, Gatto! Er wollte nicht, dass ich ihm folge. Aber ich denke immer mit den Füßen. Er würde mich nicht lange aufhalten. Ich muss ihn einholen, denn, Senorita, was machst du an einem wilden Ort wie diesem? Wir treffen uns später. Willst du das wirklich tun? Jetzt bin ich wohl dran, hä? Jetzt komm ich! Ich komme und hole dich! Hier tut mir fast leid. Ich komme und hole dich! Das ist so einfach. Bist du bereit? Runter von mir! Oh, oh, wirklich? Treibe niemals eine Katze in die Enge. Euch allen ist eine wertvolle Lektion erteilt worden. Bereit oder nicht? Ich komme! Willst du spielen? Dann mal los! Ja! Es ist genug für alle da. Ich kümmere mich darum. Hey, ja. Ich hab dich besiegt. Du kannst aufgeben, wenn du willst. Hier werde ich's zeigen. Hey!
probier's nochmal. Okay, wer ist der Nächste? Ich werde dir das Geheimnis niemals verraten. Der Nächste sitzt. Weiche den hier aus! Jetzt kommt! Das machst du nicht besonders gut. Willst du noch eins? Der Nächste sitzt. Fang mich, wenn du kannst. Ich hatte den Banditen in die Enge getrieben. Leider gab es... Hey, El Gato! Komplikationen. Der gestiefelte Kater! Der Kater! Schnappi! Willst du kämpfen, kleines Kätzchen? Und jetzt die! Jetzt komme ich! Ich komme und hole dich! Bereit oder nicht? Ich komme! Jetzt komme ich! Komm, kuschel mit mir! Noch ein sicher Gegner. Schauen wir mal, was du drauf hast. Ich kümmere mich darum. Ich komme und hole dich. Bereit oder nicht? Ich komme! Ich will nur Hallo sagen. Komm zurück, Kätzchen. Mach dich bereit. Möchtest du es nochmal probieren? Kuschel mit mir. Komm zurück, Kätzchen. Bereit oder nicht? Ich komme. Ah!
Feuer! Es ist genug für alle da. Das ist zu einfach. Braves Kätzchen! Leg dich besser nicht mit mir an. Die Freunde des Banditen gingen weg. Ich würde schon bald erfahren, was ich wissen wollte. So, mi amigo, meinst du nicht, das wäre ohne die Rennerei einfacher gewesen? Jack und Jill waren im Hotel und sie hatten die Sauberbohnen bei sich. Die Fiesta waren voll im Gange, aber dies war geschäftlich. Ich hatte keine Zeit für Vergnügungen. Nun, vielleicht doch ein wenig. Es war das beste Hotel der Stadt und nichts würde mich aufhalten. Mit diesen Bohnen würde ich zurückzahlen können, was ich den Leuten von San Ricardo schuldete. Das Gästebuch würde mir verraten, wo Jack und Jill sind. Ich musste es mir nur nehmen. Ich durfte aber nicht gesehen werden. Auf mich war ein Kopfgeld ausgesetzt. Nanu? Keiner meiner Gäste bekommt Nachrichten. Was mache ich bloß? Dieser Jack und diese Jill, also keiner will hier bleiben. Zimmer 7. Doch bevor ich dorthin konnte, musste ich mich um andere Hindernisse kümmern. Wieso? Hey, hast du was gesehen? Was denn? Einen Verdächtigen. An diesem Ort? Überall! Ich durfte nicht gesehen werden. Wenn Jack und Jill alarmiert wären, würde ich die Bohnen nie wiedersehen. Hat diese Statue sich gerade bewegt? Ich behalte dich im Auge, Mr. Cactus. Ist das? Nein, das kann nicht sein. Das Zimmer lag vor mir. Zuerst musste ich an meinem Freund vom Hafen vorbei. Das Hotel war sehr alt und somit auch die quietschenden Dielen. Was war das? Ich wurde ertappt, aber zum Glück bot El Fiesta del Fuego eine passende Ablenkung. Qué bonita! Es todo! Es todo! Ich war an der Tür zu Jack und Jills Zimmer. Es gab nur ein Problem.
Sie war verschlossen. Zum Glück war das für mich selten ein Problem. Das Schwierigste wird, die Bohnen zu bekommen. Ich musste meine allerbesten Schleichfähigkeiten einsetzen. Jack, was geht hier vor? Ich habe nichts gehört. Jack, was geht hier vor? Ach, wie süß. Du bist nur aufgeregt wegen dieser Bohnen. Hey, was ist? Wer ist das? Du, bleib, wo du bist. Au. Diese Bohnen gehören mir. Ich? Du erwischt mich? Du erwischt mich? Hey, was macht ihr hier? Nein, das... Zimmer putzen? Mein Freund sagte mir gar nichts. Ich musste aber wissen, was er wusste. War er auch hinter den Zauberbohnen her? Du hast mich um meine Bohnen gebracht. Erweise mir wenigstens die Ehre eines Duells. Da musst du schon früher aufstehen. Da, der gestiefelte Kater. Oh, oh. Da, schnappt ihn. Bist du bereit? Darum. Bereit oder nicht? Ich komme! Jetzt komme ich! Ich komme und hole dich! Fehler. Vielleicht nicht so gut, wie ich dachte.
Ich meine, ich hatte nie Zweifel. Wer bist du? Und was machst du hier? In dieser Stadt ist nur Platz für eine besondere Katze. Ich bewundere deine Fähigkeiten, aber ich kann dir nicht erlauben, weiterzumachen. Warum so wackelig? Hast du etwas zu verbergen? Ich werde dich erwischen. Das kann ich dir versprechen. Du machst es mir nicht einfach. Sorgen, dass ich vielleicht ein paar Pfund angesetzt hatte. Die Verfolgung endet genau hier und jetzt. Da kannst du nichts machen. Außer vielleicht das. Schnappt ihn euch! Gib mir einen Moment. Leg dich besser nicht an. Okay, also, los geht's. Ich kümmere mich um die Katze. Jetzt komme ich! Nimm das! Das ist mies. Hole! Mach dich bereit. Euch allen ist eine wertvolle Lektion erteilt worden. Das reicht. Schauen wir mal, was du drauf hast. Ich kümmere mich darum. Mach dich bereit. Ich hab dich. Du hast keine Chance. Nur ein Narr würde. Nun, damit ist die Frage wohl beantwortet.
In dieser Stadt ist nur Platz für eine besondere Katze. Wer bist du? Ich bewundere deine Fähigkeiten, aber ich kann dir nicht erlauben, weiterzumachen. Die Leute genossen gerade die Fiesta del Fuego. Sie bemerkten nicht die spektakuläre Show, die ich hinter ihnen vorbereitete. Nur ein Verrückter würde den Hafen überqueren. Oder ein anderer Verrückter, der ihm folgt. Ich werde dich erwischen. Das kann ich dir versprechen. Jetzt habe ich dich. Meinst du kannst mir nochmal entkommen? Wenigstens konnte es nicht noch schlimmer kommen. Oder vielleicht doch? Der Kater schnappt ihn! Bist du bereit? Jetzt bin ich wohl dran, hä? Ich komme und hole dich! Tja! Bist du bereit, Lügenhaben? Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt bin ich! Ich komme und hole dich! Das wünsche ich niemandem. Dem Katzenfänger entgeht keine Katze. Willst du kämpfen, kleines Kätzchen? Bereit für einen richtigen Gegner? Jetzt komme ich! Ah.
gehörst mir. Ich komme und hole dich. Hole! Es ist genug für alle da. Jeder würde dich für eine Angstkatze halten. Ich war nicht stolz. Ich bewundere deine Fähigkeiten, aber ich kann dir nicht erlauben, weiterzumachen. Was haben wir denn hier? Etwas war mit diesem Ort. Dort gab es diese erwartungsvolle Anspannung. Ich stand dem gegenüber, der mich um meine Beute gebracht hatte. Bereit zu kämpfen. Dance Battle! Ganz schön cool, was? Olé! Tut. Gewann den Death Battle. Das war keine Überraschung. Was dann allerdings geschah? Mein Rivale, eine Frau. Das erklärte vieles. Ihr Name war Kitty, aber die wahre Überraschung sollte erst noch folgen. Humpty Alexander Dumpty. Er war einst mein liebster Freund, wie ein Bruder für mich. Allein sein Anblick ließ Erinnerungen wach werden. Etwa so. Ich war im Heim für verlorene Kinder eingetroffen. Ein Kätzchen. Ein süßes Kätzchen. An meinem ersten Tag hat Humpty sich für mich eingesetzt. Und im Gegenzug beschloss ich, dass ich immer auf ihn aufpassen würde. Humpty sprach von Legenden und Erfindungen jenseits meiner wildesten Träume. Aber am meisten erzählte er mir vom Schloss im Himmel. Und von den Bohnen, die ihn dorthin bringen würden. Humpty war der Denker, ich war der Macher. Nur ein Kätzchen und ein Ei auf der Suche nach Zauberbohnen. Was lag näher als das? Mit der Zeit gerieten wir in Schwierigkeiten. Aber wenn ich zum Helden wurde, nahm Humpty einen dunklen. Er trickste mich aus, damit ich die Bewohner von San Ricardo bestahl. Unser Zuhause. Das Brache stammte über uns beide. Ich entkam. Wir sprachen miteinander. Bis zum heutigen Tag. Humpty war noch immer auf der Suche nach den Bohnen. Und jetzt hat er sie gefunden.
Wir würden unsere Schulden in San Ricardo gemeinsam bezahlen. Er wusste ganz genau, wo sie waren. Aber Jack und Jill waren schnell. Natürlich hatte er auch dafür einen Plan. Das ist nicht der Plan! Du machst es mir so viel schwerer. Ich hatte meine Mietgelegenheit verpasst. Ich musste sie einholen. Wegen der Bohnen und meiner Ehre. Wieder einmal konnte ich meine extreme Beweglichkeit und meine Fähigkeiten beweisen. Dann beginnen wir mit dem richtigen Plan. Bald hole ich auf. Keine Angst. Ich bin kein Experte, aber irgendwie sah es nicht sicher aus. Ich erwischte mich dabei, zu glauben, dass vielleicht alles klappen würde. Was brauchst du denn so lange? Keine Sorge, ich bin fast da! Sei leise, sonst hören sie dich. Jetzt haben wir einen Plan, an dem wir uns halten sollten. Und dieses Mal bestehe ich darauf, vorzugehen. Bitte sehr. Danke. Wusstest du davon? Natürlich nicht. Ganz im Ernst. Vielen Dank. Findest du das etwa lustig? Sei nur vorsichtig. Schlaf, kleines Weinchen, sag nichts von Wert. Der Kater kauft dir zum Kämpfen ein Schwert. Ah, du wärst so eine liebevolle Mama. Wenn du nicht still bist, mache ich Dorn sinken aus dir. Oh ja, das mache ich. Ja, das mache ich. Schau dir das an. Du machst uns noch beiden Probleme. Du bist eine Katze mit sehr ungewöhnlichen Stärken. Hey, Jill, das macht Spaß, oder? Es ist so schön, wenn du redest. Wir machen schon tolle Abenteuer mit, nicht wahr? Wo ist Bambi? Ich weiß nicht. Er sagte, er wäre hier. Hey, Leute! Was? Wir können nicht hierbleiben. Wir müssen wiederkommen. Jill, gib mir meine Kanone. Uhu, das macht Spaß. Erst klaust du meine Bohnen und jetzt trampelst du auf meinem Gepäck herum? Mit meinem Jack legst du dich besser nicht an. Mann, bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Wie sehe ich aus? Ich habe ein Leckerli für dich, Kätzchen. Oh, oh. Schnapp ihn dir, Jack!
kann ich den ganzen Tag lang spielen, Kätzchen. Sieht noch immer gut aus. Ich würde ja gerne mitmachen, weißt du? Es ist nur so, dass... Reise mit dir. Es muss einfachere Möglichkeiten geben, zu reisen. Sie sind gerade am gefährlich auszusehen. Du schaffst das, Jack. Weiter so. Ich muss zurück zu diesen Bäumen und am Leben bleiben. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal machen würde. Das machst du großartig, Kater. Dies ist ein verruchtes Stück Gepäck. Hast du nicht etwas vergessen? Die Bohnen? Ich war etwas beschäftigt. Die Bohnen. Gut, dann werde ich mit allem zurückgehen. Mit allem Drum und Dran. Gut. Bist du sicher, dass du okay bist? Ah, keine Sorge. Das ist nur mein tägliches Geschäft. Das sieht ziemlich gemütlich aus. Es ist dir vielleicht nicht bewusst, aber du bist keine große Hilfe. Einfach die Bohnen, sagt er. Leichte Aufgabe, sagt er. Soll ich kommen und helfen? Ich hab's. Weißt du, ich wäre ja selbst dort, aber ich muss fahren. Ich fange an, mich daran zu erinnern, warum ich aufgehört habe, auf dich zu hören. Wie kommst du da unten voran? Keine Angst. Ich habe mein ganzes Leben für diese Bohnen trainiert. Bist du schon näher an die Bohnen herangekommen, alter Freund? Vielleicht machst du mir etwas Platz, ja? Ich habe die letzte Bohne. Lass uns gehen. Geschafft. Nicht ganz. Hast du einen Plan dafür? Naja. Die wusste, wohin wir gehen mussten. Er hatte diesen Tag geplant, seit wir klein waren. Wir pflanzten die Bohnen sorgsam ein und warteten. Und warteten. Und dann passierten erstaunliche Dinge. Es kamen Wolken, Schnee, etwas Wind, sehr hübsche Blitze. Wir rannten, wir kletterten, wir machten ein Nickerchen, wir kletterten noch mehr, bis wir dann endlich das Schloss erreichten, das Versteck unseres Schatzes. Doch trotz unserer großen Kraft und unseres starken Willens war das goldene Ei kaum zu bewegen. Wie immer hatte Amti einen Plan B. Dies ist kein sicherer Ort.
Alles ist so riesig. Da ist sie. Endlich. Die goldene Gans. Sollen wir sie uns holen? Ich muss verschnaufen. Brauche einen Moment. Mach ohne mich weiter. Ich gehe vor. Oh nein, wir haben den ganzen Weg hinter uns. Und jetzt, wo es einen Satz gibt, willst du vorgehen? Kater? Sie ist weg. Ich fühle mich plötzlich so klein. Dieses Mal darfst du vorgehen. Vielen Dank. Moment. Warum? Oh, nur so. Ah. Ich verstehe. Das machst du großartig, Kater. Durch dein Gerede wird es nicht einfacher. Fast da. Hey, Kater, hast du die Gans schon? Oh, hallo, Señorita. Schön, dich hier zu treffen. Wir treffen uns später. Schon okay, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie nicht. Also noch ein Job für mich. Der gestiefelte Kater stiefelt sich einen zurecht. Eieiei. Mal ernsthaft, warum machst du das schon wieder? Dies ist ein sehr seltsamer Ort. So langsam habe ich den Bogen raus. Nicht schon wieder. Thank you.
hast du... Ach, vergiss es. Schau dir diese wunderschöne Blume an. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wie geht es da oben voran? Ah, ich mache hier oben ein Fass auf. Du musst damit aufhören. Womit? Die Gans ist dort. Ich schätze, du bist dort, wenn ich auch dort bin. Vielleicht. Du bist heute sehr langsam. Wenn du so schnell bist, warum schnappst du dir die Gans dann nicht? Und den ganzen Spaß verpassen? Auf keinen Fall. Gänschen. Was war das? Obwohl, ich will es gar nicht wissen. Kleiner Gatto in einem großen, großen Schloss. Was war das? Ach nein. Entschuldigung? Die reden vom großen Schrecken. Ist nur eine Geschichte. Wie auch immer, du musst dir die goldene Gans schnappen. Dann ist alles gut. Und du gehst nicht selbst, weil... Ich muss wichtige Pläne schmieden. Und du? Ich bin doch nicht verrückt. Ich glaube, wir wissen, was gleich passiert. Ich komme näher und du fliegst weg. Aber dieses Mal nicht, mi amigo. Dieses Mal warte ich darauf, dass du zu mir kommst. Und noch einmal! Huhu!
vorsichtig. Ich? Ich habe schon furchtbarere Gegner als eine einfache Pflanze gesehen. Ich pass schon auf. Na toll! Dieses Mal kriege ich dich, das verspreche ich dir. Du warst ein würdiger Gegner, aber ich habe diesen Willenskampf gewonnen. Endlich hatten wir die goldene Eierlegte. Wir verließen das Schloss des Riesen genauso, wie wir angekommen waren. Mit Stil. Das war knapp. Sieht gut aus, oder? Prahlerei kommt nirgends gut an, Kater. Aufpassen! Hey, so geht das! Das macht irgendwie Spaß. Hast du den Bogen jetzt raus? Bist du immer so? Hey, so geht das!
Dauert bestimmt lange, bis ich wieder trocken bin. Nicht gut. Hallo? Hallo? Leute! Kann mir mal jemand helfen? Ich schätze, ich warte hier einfach etwas. Ich hänge noch immer fest. Ich habe keine Ahnung, wie du da hingekommen bist. Danke, Carter. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Auf mich kannst du dich immer verlassen, Bruder. Einfach festhalten und runtergleiten. Echt? Ja. Echt? Das macht irgendwie Spaß. Und jetzt eine Rolle. Ganz normaler Tag in meinem Leben. Es geht doch nichts über ein sanftes Rutschen, um das Herz zum Rasen zu bringen. Hey, pass auf! Oh Mann. So langsam werde ich ein Experte darin. Das klappt ja wunderbar. Hey, so geht das. Leute? Macht euch frohe Gedanken! Ha! Du klingst lustig! Nein, du klingst lustig! Hört endlich auf zu streiten! Wir landeten sicher an der Basis der Bohnenranke. Aber unsere Sicherheit war nicht von Dauer. Kitty und ich wurden durch eine überragende Taktik überwältigt.
Sie kamen wegen der Gans, aber sie gingen mit wesentlich mehr wieder weg. Kitty und ich wussten, dass wir sie finden mussten. Wir folgten den Spuren zurück zum Banditenlager. Irgendwie schien das unvermeidlich zu sein. Ah ja, da sind sie ja. Das wird einfach! Ich kümmere mich um die Katze. Machen wir es uns jetzt gemütlich? Noch ein besiegter Gegner. Bist du bereit, Kätzchen? Jetzt liegt es an mir! Bereit oder nicht? Ich komme! Treibe niemals eine Katze in die Enge. Jetzt komme ich! Hole! Okay, wer ist der Nächste? Willst du kämpfen, kleines Kätzchen? Hier endet dein Spiel, Gatto. Euch allen ist eine wertvolle Lektion bereit dein oder Worten. Nicht? Ich komme! Noch ein Sieg der Gegner. Riecht nach Katze. Jetzt bin ich an der Reihe. Bereit oder nicht? Ich komme! Sonst noch jemand? Mach dich bereit, besiegt zu werden! Dank meiner scharfen Sinne kann ich die geringsten Hinweise auf eine Falle wahrnehmen. Ich musste in das Zimmer und Amti retten. Wenn ich mich an den Banditen heranschleichen könnte, dann könnte ich ihm den Schlüssel abnehmen. Hallo? 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 Hallo?
wieder einmal musste ich mich in der dunklen Kunst der Pantomime versuchen. Ich habe das Gefühl, mir entgeht etwas. Ist das? Nein, das kann nicht sein. Meine Fantasie geht wohl mit mir durch. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich der größte Schleicher in der Geschichte des Schleichens bin. Ups. Wer ist es? Schnapp ihn! Er will wirklich gegen mich kämpfen. Ich kümmere mich darum. Bereit oder nicht? Ich komme! Ich bin nicht einmal ins Schwitzen geraten. Okay, das reicht! Ich hab dich besiegt. Willst du kämpfen? Dann komm her. Jetzt bin ich an der Reihe. Wie es aussieht, bin ich darin sehr gut. Leg dich besser nicht mit mir. Er will wirklich gegen mich kämpfen. Jetzt bin ich an der Reihe. Sonst noch jemand? Amti, ich bin hier, um dich zu retten. Du hättest mich warnen können. Okay, ich sollte besser gehen. War schön, dich zu sehen. Ich war der Gefahr der Explosion entkommen. Obwohl eindeutig noch mehr Gefahren auf mich lauerten. Ich muss hier raus, bevor die ganze Mine einstürzt. Es sei denn, etwas Wichtigeres läuft mir über den Weg. Gestiefelter Gatter.
Kitty, ich wollte nur nach Amti suchen. Aber wie ich sehe, hast du ihn bereits gefunden. Was sagt ihr da? Oh, jetzt hab ich's verstanden. Okay, Kato, los geht's. Bereit für einen richtigen Gegner? Euch allen ist eine wertvolle Lektion erteilt worden. Ich komme und hole dich. Es ist genug für alle da. Sonst noch jemand? Riecht nach Katze. Hier endet dein Spiel, Gatto. Ich komme und hole dich. Oh. Nimm das! Bereit oder nicht, ich komme! Euch allen ist eine wertvolle Lektion erteilt worden. Es ist so einfach. Mach dich bereit für einen echten Gegner. So sieht es, bin ich darin sehr gut. Mach dich bereit! Noch ein besiegter Gegner. Er will wirklich gegen mich kämpfen. Jetzt komme ich! Es ist genug für alle da. Leg dich besser nicht mit mir an. Willst du kämpfen? Dann komm her. Wie es aussieht, bin ich darin sehr gut. Ich kann dich auch da drin lassen, wenn du so schlau bist. Wer hat sich denn von dem Wollknäuel ablenken lassen? Als du voller Dynamit warst, hast du mir besser gefallen.
Wir hatten die Gans und waren erst einmal in Sicherheit. Wir feierten die ganze Nacht. Zwei alte Freunde und eine neue Freundin im Sieg vereint. Aber am Morgen war die Gans nirgends zu sehen. Und meine Freunde waren verschwunden. Ich war wieder einmal allein. Ich beschloss, nach San Ricardo zurückzukehren. Zu meiner Überraschung war Humpty bereits mit der Gans da. Und mein Schicksal war besiegelt. Er hatte es alles von Anfang an geplant und sich somit selbst als Meister des Betrugs entpuppt. Doch seine Rache galt nicht nur mir. Die Bürger von San Ricardo waren die Nächsten. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Zum Glück hatte ich noch immer eine wahre Freundin. Ich wusste, wo ich meinen sogenannten Bruder finden konnte. Ich wünschte mir nur, nicht zu spät zu kommen. Komm schon, komm schon. Du machst nur Ärger. Nein! Hier entlang. Humpty, Alexander, Humpty. Damit wirst du auf keinen Fall durchkommen. Du kommst zu spät, Kater. Die Gänsemutter ist unterwegs. Sie kommt, um nach ihrem Baby zu schauen. Hilfe! Der gestiefelte Kater hat die Gans gestohlen! Hilfe! Bleib hier. Bist du bereit, Kätzchen? Hier endet dein Spiel, Gatto. Bereit oder nicht? Ich komme! Wie es aussieht, bin ich darin sehr gut. Willst du das wirklich tun? Bereit für einen richtigen Gegner? Nein! Es ist genug für alle da. Jetzt komme ich! Okay, wer ist der Nächste? Du kannst aufgeben, wenn du willst. Anscheinend bin ich dran. Jetzt komme ich! Ich komme und hole dich! Schnell genug. Der Nächste sitzt. Netter Versuch. So langsam. Ja! Möchtest du es nochmal probieren?
Dieses Mal hast du Glück gehabt. Hey, ja! Oh. Bereit oder nicht? Ich komme! Ha. Ich bin nicht einmal ins Schwitzen geraten. Lass mich in Ruhe! Die Mama war hinter ihrem Weg. Und sie würde bei der Suche nach ihm ganz San Ricardo zerstören. Ich hatte die goldene Gans schon wieder verloren. Aber ich hatte auch ein noch viel größeres Problem. Um San Ricardo willen musste ich außer Sichtweite bleiben. Gans hatte Augen wie ein Adler. Meine einzige Chance lag wieder einmal darin, meine Fähigkeiten im Tarnen und Täuschen zu demonstrieren. Ei, das war sehr knapp. Hier gibt es nichts zu sehen. Na, wie ist das? Ich hatte das Gefühl, dass sie die Gans ohne Kampf nicht hergeben würden. Zum Glück sind Kämpfe genau mein Ding. Jetzt komme ich!
leg dich besser nicht mit mir an. Für dich! Kater! Tut mir leid! Tanti! Hier! Nimm sie. Die Stadt war gerettet, aber mein Freund, mein Bruder, das Schicksal hielt einen anderen Weg für ihn bereit. Humpty, Alexander Dumpty, war ein komplett goldenes Ei. Ich war frei. Ich hatte meine Schulden an die Bewohner von San Ricardo zurückgezahlt. Aber Kitty blieb niemals lange an einem Ort. Sie war auch nicht der Typ für große Abschiede. Meine einzige Hoffnung war, dass wir uns eines Tages wieder begegnen würden. Ihre Geschichte ist vorbei, aber für mich war das nur ein weiteres Kapitel der Legende vom gestiefelten Kater.